Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Sie hören den SBS German Newsflash an diesem Dienstag, den 26. November. Mein Name ist Benjamin Kantak. Ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hezbollah steht Berichten zufolge kurz bevor. Das israelische Kabinett wird morgen zusammenkommen, um den Vorschlag zu bewerten. Israels Regierungsvertreter haben erklärt, dass beide Seiten einer Einigung nahe seien. Diese soll den Abzug israelischer Truppen aus Südlibanon sowie den Rückzug der Hezbollah-Kämpfer von der israelischen Grenze umfassen. Das Unternehmen ThyssenKrupp plant den Abbau von 11.000 Stellen bei der krisenden Stahlsparte Steel Europe, die aktuell 27.000 Beschäftigte hat. Ziel sei es, die Personalkosten um 10% zu senken. Als Gründe wurden Billigimporte, hohe Kosten und schwache Nachfrage angeführt. Die IG Metall-Gewerkschaft kündigt Widerstand an. Der chinesische Botschafter in Australien erklärt, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder stabilisiert haben. Er räumte ein, dass die Beziehungen in den vergangenen Jahren entgleist seien, jedoch inzwischen wieder auf Kurs seien. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab seinem ersten Amtstag 25% Zölle auf Produkte aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche 10% auf Waren aus China zu erheben. Auf dem Netzwerk Truth Social schrieb Trump, dies sei eine der ersten von vielen geplanten Anordnungen. Im Hinblick auf Mexiko und Kanada erklärte Trump, die Zölle würden so lange bestehen bleiben, bis beide Länder Maßnahmen gegen Drogen- und Migrantenbewegungen über die Grenzen ergreifen würden. Der Senator der Nationals, Matt Canavan, fordert, dass der Vorschlag der australischen Regierung, soziale Medien für unter 16-Jährige zu verbieten, nicht übereilt durch den Senat gebracht werden sollte. Über die Gesetzgebung soll noch vor der Weihnachtspause des Parlaments am Donnerstagabend abgestimmt werden. Nach Spannungen vor einer Synagoge in Melbourne hat die lokale Polizei einen Mann festgenommen. Dort hatten sich pro-israelische Demonstranten versammelt, um einer pro-palästinensischen Gruppe entgegenzutreten. Die Polizei von Victoria teilte mit, dass sich 150 Menschen gestern Abend vor der Caulfield-Schule eingefunden hatten. Eine geplante pro-palästinensische Demonstration war zuvor aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt worden. Der Osten von New South Wales erlebt derzeit eine schwere Hitzewelle bis voraussichtlich Donnerstag. In West Sydney wird morgen mit Temperaturen von bis zu 40 Grad gerechnet, während an der Küste Höchstwerte von 33 Grad erwartet werden. Dichter, untypischer Nebel in Melbourne hat zur Streichung von mindestens 29 Flügen am Flughafen geführt. Der Flughafen rät Reisenden, sich bei ihrer Fluggesellschaft über aktuelle Informationen zu erkundigen. Und Victorias Nationals-Partei hat einen neuen Parteivorsitzenden. Danny O'Brien, Abgeordneter für Gippsland South, übernimmt die Führung und löst damit Peter Walsh ab, der die Partei 10 Jahre lang geleitet hatte. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.